Ja, hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Commentary auf meinem Kanal. Ja, im Hintergrund seht ihr ein Black Ops 2 Commentary, Black Ops 2 Gameplay natürlich, auf der Map Hijacked in TDM mit der SKH, Schalldämpfer Schaft und B23R war mit dabei, Hardliner, kugelsichere Weste, Zähigkeit und Gewandtheit und noch die Semtex. Ja, die Streaks waren Drohne, Blitzschlag und Orbitalsatellit. Und ja, das Ganze endet mit einem Endscore von, ich glaube, 38 zu 4 oder so. Ist auf jeden Fall ganz nett. Ich mag TDM sowieso sehr gerne zeigen, weil, ja, es ist halt einfach, es ist halt nicht so das, was jeder zeigt. Und ich mag es halt einfach gerne spielen und finde das da auch ganz geil, dass man das da nicht alles so mit den Spawns mal hinkriegt. Beziehungsweise, dass es halt nicht einfach so ist, dass man direkt am Anfang schon fast sein Orbi hat und dann die ganze Zeit den Spawn durchläuft und dann einfach alles zerbumst. Jo, heute nochmal ein kleines Freestyle-Commentary. Ich habe heute vor, nochmal darüber zu reden, so was im Moment so abgeht. Also wie die Lage im Moment ist mit dem Team und mit Impact allgemein. Und halt, dass ihr jetzt auf jeden Fall unter dieses Gameplay hier, beziehungsweise unter dieses Commentary, einfach nochmal in die Kommentare schreibt, welche Klasse ihr bei der Abonnentenklasse sehen wollt, mit der ich dann ein Team Deathmatch spiele. Das wäre mir auf jeden Fall wichtig. Und wie gesagt, es ist wieder so, der Kommentar, der die meisten Likes hat, den werde ich dann nehmen. Ist, denke ich mal, ganz gut so. Und ja, so könnt ihr alle mitentscheiden. Das heißt, die krasseste Klasse oder die beste Klasse, die ihr findet, die werde ich dann nehmen. Ich muss dann halt immer warten, bis ich die Waffe hochgespielt habe. Muss ich mal schauen. Vielleicht nehmt ihr am Anfang ein paar Waffen, die ich einfach schon auf dem vollen Level habe. Beziehungsweise halt so Standardwaffen wie SKH oder MSMC oder so, halt einfach mit richtig Drecks aufsetzen, das wäre auf jeden Fall gut. Also liked die Kommentare, die euch gefallen, hier in den Kommentaren. Und dann wird das, denke ich mal, auch ganz witzig. Ich kann da auch mal ein Duel-Commentary rausmachen, irgendwie so, dass man praktisch damit noch so ein Duell macht, wer die meisten Kills kriegt oder wer die beste Quote damit erreicht in der Runde. Ist, denke ich mal, ganz witzig. Und ja, wir schauen einfach mal, wie wir das dann weitermachen. Und jetzt zum Team. Also ich habe ja jetzt in meiner Standardbeschreibung immer das Team Fraternity, also das Competitive Team von Impact drin. Ihr könnt da liebend gerne bitte nochmal auf den Channel gehen, abonnieren, wenn es euch gefällt. Weil das ist mir wirklich viel wert, da starten wir jetzt im Moment richtig durch. Jetzt ist da heute wieder ein Video hochgeladen worden. Und könnt ihr euch einfach mal reinziehen, was das für ein Video war. Ich sag nur, dass es wieder eins der 5 Einstufungsspiele war. Und war auf jeden Fall ganz witzig, denke ich mal. Und schaut da einfach vorbei. Wir haben da bis jetzt 3 Videos hochgeladen. Jetzt kommen aber täglich erstmal Videos. Das wollten wir so machen. Nächste Woche bin ich ja im Krankenhaus. Genau, das wisst ihr ja noch gar nicht, ja. Also, Mittwoch bin ich leider wieder im Krankenhaus. Einmal muss ich ja noch operiert werden. Das habe ich ja schon mal erzählt. Ist scheiße, aber naja. Also, ich werde Videos vorbereiten. Ich weiß nicht, wie viele, weil ich weiß auch noch nicht, wie lange ich drin bin. Also entweder ich bin Mittwoch, werde ich operiert. Vielleicht komme ich schon Freitag raus, wenn ich ganz viel Glück habe. Oder ich komme halt dann am Sonntag oder am Montag raus. Also es wird nicht so lange sein. Deswegen werde ich euch da trotzdem ein bisschen was vorbereiten. Ihr werdet ja dann sehen, wenn ich wieder da bin. Ich werde es ja dann ansprechen. Ja, genau. Also Mittwoch werde ich nochmal am Knie operiert. Dann ist das Ganze auch fertig. Dann werde ich nicht mehr am Knie operiert. Und ja, schauen wir mal, wie der Hase so läuft, ne? So sagt man ja so schön. Und ja, wie gesagt, also bei dem Team am besten nochmal vorbeischauen, ist in der Videobeschreibung, einfach mal abonnieren und die Videos geben. Also natürlich nur abonnieren, wenn es euch gefällt und ihr die Videos auch gucken wollt. Ist halt competitive, was wir da alles bringen. Und ja, wenn ihr halt Bock habt, dann abonniert ihr, ne? Wenn nicht, dann nicht. Und ja, ich würde sagen, wenn euch dieses Commentary gefallen hat, dann gebt doch einfach einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann nicht. Und ja, gebt euch das Gameplay noch zu Ende. Wird noch ein bisschen cool. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Das Magazin!
eingeschaltet. Drohne nähert sich. Blitzschlag erwartet Koordinaten.